Hast du die obligatorische Schulzeit durch und möchtest jetzt vollen Einsatz geben? Magst du richtig zupacken und kommen dir unregelmäßige Arbeitszeiten vielleicht sogar entgegen? Dann schau doch hier ein bisschen genauer rein. Ich heiße Mischa, bin 17 Jahre alt, mache die zweijährige Lehre als Logistikerin bei der Post. Mein Name ist David, bin 17, mache Logistik an EBA und komme jetzt ins zweite Lehrjahr. Ich bin auf den Beruf gekommen, weil ich gerne mit Leuten arbeite. Ich bin teamfähig, kontaktfreudig und die Maschine gefällt mir, weil die siehst du nicht überall. Und es ist eine gute Erfahrung, mit diesen Maschinen etwas zu erleben. Am Anfang habe ich gedacht, das sei ein Männerberuf. Aber weil ich selber an die SIG angegangen bin, da habe ich jetzt wirklich nicht von mir gedacht, dass ich das wirklich schaffe. Weil ich meine, ich bin ein Mädchen. Und ich meine, das ist eher ein Männerberuf. Aber wie es jetzt alles einfacher geworden ist, können das die Frauen locker machen. Es ist jetzt nicht nur ein Männerberuf für mich, es ist auch ein Frauenberuf. In meinem Portal kommen Briefe von Ausland oder von der Schweiz, die im Ausland gehen. Was ich daran so faszinierend finde, ist die verschiedenen Schriftarten oder die Länder, die ich gar nicht gekannt habe. Die Postkarten, die kommen und gehen, wo die Länder so drauf sind, die ich noch nie gesehen habe, wo ich gesehen habe, wie es aussieht. Und dann, wenn du so Bilder siehst, zieht sich schon an, in deinem Land zu gehen. Zum Beispiel, mich würde es interessieren, Hongkong kennenlernen, Shanghai, Dubai. Das sind wirklich schöne Städte. Bosch ist ein multikultureller Betrieb. Wo ich zum ersten Mal gekommen bin, habe ich hier ganz verschiedene Nationalitäten gesehen. Und ich habe jetzt ganz viele Leute kennengelernt, die Spanisch können. Was ich auch gut finde, ist, da kannst du auch von den Leuten erfahren, wie sie sind. Ich habe gerade vor kurzem eine Bestätigung bekommen, dass ich auf einem guten Weg bin und dass ich die Chance habe, zum Logistiker FAZ zu machen. Und wenn ich Chancen habe und Möglichkeiten habe, dann nütze ich sie aus, weil ich finde, Post ist ein ganz guter Betrieb. Und hast eine gute Zukunft. Das hier ist ein Tangram, ein chinesisches Puzzle. Und je nachdem, wie man das zusammensetzt, kommt ganz etwas anderes dabei raus. Das ist wie in der Berufsbildung. Oder was meint ihr? Die erinnert mich einfach an die Schritte, die ich bis jetzt alles erlebt habe mit der Post und mit den Lernenden zusammen.